Die dunkle Wahrheit hinter Laser Luca. Laser Luca, früher noch als Concrafter bekannt, erstellte seinen YouTube-Kanal am 01.08.2011. Doch warum Luca Thilo Scharpenberg seinen Namen wirklich in Laser Luca umgeändert hat, wissen nur die wenigsten. Schauen wir uns den YouTube-Kanal von Luca einmal an, so sehen wir sofort den unauffällig freundlich schauenden Smiley, welchen den Besucher des Kanals in Sicherheit wiegen will. Wir sollen ein Gefühl des Glückes und der Geborgenheit zu spüren bekommen. Doch nicht mit mir. Ich habe diesen Smiley schon längst durchschaut und lasse mich nicht mehr von ihm blenden. In seinem Banner finden wir die Worte: Hallo, mein Name ist Luca. Wir werden also mit einem freundlichen Hallo begrüßt, sodass wir auch unter keinen Umständen an dieser netten Person namens Luca zweifeln sollen. Doch dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann, war mir sofort klar. Nehmen wir nun den Satz Hallo, mein Name ist Luca und geben jedem Buchstaben dessen Wert im Alphabet, so erhalten wir, wenn wir alle Werte zusammenzählen, 207. Und an wen müssen wir sofort denken, wenn wir 207 hören? Genau, an Apache 207. Apaches erfolgreichster Song war Roller. Lesen wir Roller rückwärts, so erhalten wir Relor. Relor ist das 953. Pokémon vom Typ Käfer. Googeln wir nach Käfer 953, so wird uns ein Haus in der Käferstraße angezeigt. Dieses liegt in Turbenthal in der Schweiz. Das Turbenthaler Wappen zeigt uns drei Kreise, womit sie uns eindeutig ihre Liebe zu Tic-Tac-Toe zeigen wollen. Tic-Tac-Toe besteht aus einem 3x3 großen Feld. 3x3 ist 9. Der 9. Buchstabe im Alphabet ist das I. I ist ein besonderer Buchstabe, da er neben dem J als einziges aus zwei Teilen besteht und einen Punkt über sich hat. Nehmen wir dem I seinen Punkt weg, so haben wir trotzdem noch ein I. Selbes gilt für das J. Wir haben also zwei Punkte. Eins vom I und eins vom J. Auch in Lukas Profilbild finden wir zwei Punkte. Zufall? Ich denke nicht. Zwei Punkte. Punkt, Punkt. Natürlich. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Lukas Profilbild ist also das Mondgesicht. Doch wo ist das Komma in seinem Profil? Schauen wir uns dazu nochmal seinen Namen genauer an, wird es uns klar. Laser Luca. Laser. Das versteckte Komma muss natürlich ein Laser sein, welches Luca auf dem Mond versteckt hat. Nein, noch schlimmer, welches er auf den Mond gerichtet hat. Luca will also den Mond zerstören. Und warum? Dafür gibt es nur eine logische Erklärung. Luca muss ein Werwolf sein. Er liebt das Nachtleben. Doch immer an Vollmond kann er das Haus nicht verlassen, da er sich sonst vor allem in einen Werwolf verwandeln würde. Doch eines hat er nicht bedacht. Sollte er den Mond erst einmal zerstört haben, wird es auf der Erde ziemlich ungemütlich.